Hallo und herzlich willkommen zu Episode 63 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem den Weg dahin. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also direkt in die Ateliers. Zum Mut machen, zum Anregen und sicherlich auch manches Mal, um ein bisschen die Neugierde zu befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast zu Besuch. Eine Gesprächspartnerin, die, wenn du dem Podcast schon länger folgst, sicherlich kennst. Vor exakt zehn Episoden, in Episode 53, war Lydia Rink zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Lydia. Hallo. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, das durch die letzte Episode angetriggert wurde. Der letzte Gast war Barbara Ellen Erichsen. Und Barbara hat einen ganz tollen Weg, zu ihren Aufträgen zu kommen, bekannt zu werden. Sie hat gesagt, sie vertraut darauf, gefunden zu werden. Sie hat ein tolles Netzwerk, sie macht Mundpropaganda und sie ist eben aktiv auf den Bühnen und sagt, dafür läuft das, was sie machen möchte. Sie hat also überhaupt keine Auftritte in den Social Media. Die Webseite ist wie eine Visitenkarte. Und darüber wollte ich gerne mal sprechen, weil viele das eben anders halten. Und das ist genau der Grund, warum ich für so ein Gespräch heute die Lydia eingeladen habe. Denn Lydia, Mann, Lydia, wie schaffst du das alles? Du bist überall präsent in einer unheimlich aktiven Art und Weise, hochprofessionell. Und ich möchte mich gerne mal mit dir darüber austauschen, wie du das alles in deinen Hut kriegst, wo die Ideen herkommen, bla bla bla. Ja, das kam nach und nach, ne? Das kommt ja nicht alles auf einmal und das kommt nach und nach. Und dann habe ich halt einfach mal angefangen. Ich habe so 2017 mit Instagram angefangen und das hat sich dann so nach und nach aufgebaut, weil ich einfach neugierig bin und auch nicht auf einen Kanal vertrauen möchte, sondern es ändert sich ja alles ständig. Das merken wir gerade bei Instagram, dass es da einen großen Aufschrei gab und sich einiges geändert hat. Und das ist halt der Punkt, warum ich sage, was ist denn, wenn Instagram morgen mal nicht mehr da ist? Das wird nicht passieren, aber was wäre denn? Was gibt es denn noch so? Und was passt denn noch zu mir? Und deswegen habe ich geguckt, ja, und habe dann als nächstes, also nach Instagram habe ich YouTube ausprobiert, ich habe Pinterest ausprobiert, Facebook natürlich, LinkedIn ist neu jetzt, das hast du ja letztens gesagt, dass du da ganz überrascht bist, wie toll das funktioniert, und so funktioniert das ja auch, es war dir ja ähnlich, denke ich. Das stimmt, ich fand das eben ganz cool, dass du sagst, was zu mir passt, also das ist nämlich etwas, also lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Also ich wollte gerade sagen, das ist nämlich mein Problem. Ich habe manchmal das Gefühl, es passt so gar nichts zu mir. Da kommen wir bestimmt und hoffentlich noch zu. Aber für wie wichtig hältst du das denn überhaupt, ganze Präsenz? Genau, Netz? Also ist ja unterschiedlich, ne? Und wenn die Ellen sagt, für sie funktioniert das, dass sie gefunden wird, weil sie halt vielleicht auch schon ein bestehendes Netzwerk hat. Ich hatte das nicht, als ich angefangen habe, und ich musste natürlich überlegen, was mache ich denn jetzt? Und mir kam das Internet zugute. Also das muss ich sagen, weil ich war ja schon immer kreativ tätig und oftmals, also wenn ich jetzt so an meine früheren Jahre zurückdenke, so 20 Jahre zurück und das Internet war nicht präsent, dann kommt man sich so, man ist so in seinem eigenen, köchelt so in seinem eigenen Saft und hat da, wenn man jetzt im Umfeld niemanden hat, fühlt man sich oft auch alleine. So ging mir das halt auch. Und für mich ist es eine große Bereicherung, das Internet, und ich versuche es für mich, so gut es geht, zu nutzen. Und ich habe also von Anfang an gedacht, wenn man als freischaffende Künstlerin arbeitet, ist es wichtig, eine Webseite zu haben und die halt auch auf dem Laufenden zu halten. Und und wenn was Neues kommt, dann gucke ich, könnte mir das gefallen, was wird dort gemacht, und und versuche das halt irgendwie für mich zu nutzen. Es funktioniert ja nicht alles, das hast du ja bestimmt auch schon gemerkt, dass nicht alles gleich gut funktioniert, ne? Ja. Und wenn du sagst, dass du, da ist was Neues und dann bist du neugierig und probierst es aus,
Nehmen wir mal zum Beispiel TikTok, ne? Das ist ja ein bisschen verschrien als die Plattform, wo die ganzen Kiddies tanzen und singen und dann noch China im Hintergrund. Wow. Ich habe aber festgestellt, dass immer mehr der bildenden Künstlerinnen und Künstler und zwar, ich sag mal in Anführungsstrichen, ernstzunehmende oder auch sowas wie Deutschlandfunk Kultur, solche Sender, die sich immer mehr ja, auf TikTok stürzen. Probierst du solche Sachen auch aus, noch in so einer Phase, in der sie andere, so einen anderen Touch haben? Also Instagram war ja auch nicht immer so, wie es jetzt ist. Ne? Eine Zeit lang ging es nur um Essen posten. Das war jetzt auch nicht so besonders. Hat auch nicht allen gefallen. Mir zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ich bin froh, dass die Phase rum ist. Und bei TikTok muss ich sagen, ich versuche das immer mal wieder und versuche auch verschiedene, also ich versuche das kennenzulernen. Ne? Also ich gehe nicht hin und gucke es mir einmal an und sage, es ist doof, sondern ich versuche das schon auch kennenzulernen und ja, welche Möglichkeiten habe ich dort und was gefällt mir? Das ist immer die Frage, die ich mir stelle bei diesen Plattformen. Gibt es was, was mir gefällt? Und im Moment ist dort halt das, was mir nicht gefällt, überwiegt halt. Und wenn du sagst, da du hast gemerkt, dass da jetzt mehr und mehr halt sich das ändert, das Klientel und auch die Art und Weise, wie gepostet wird, ja, vielleicht kommt ja irgendwann der Punkt. Also ne, ich versuche das, ich gehe hin und dann ja, ich komme halt bei TikTok gerade auch schnell an meine Grenzen, weil es halt sehr, also es ist schon sehr viel mit diesem, ne, Hunde und Katzen und irgendwer macht irgendwelche Tänze nach und viele Kiddies und das ist mir dann schnell auch zu anstrengend, zu schnelle Wechsel und das alles. Und dann gehe ich erstmal wieder, weil ich denke, boah, das war jetzt ein bisschen war zu viel. Und dann, ja, dann gehe ich mal, wenn ich Muse habe, wieder mal und gucke und denke, ja, wenn ich mal nach dem suche, passiert da was oder finde ich was oder was gefällt mir denn? Ich suche immer nach den Sachen, die mir gefallen. Und so bin ich halt am häufigsten bei Instagram, weil mir dort die Art und Weise gefällt, was gepostet wird und was ich da finde. Und vor allen Dingen auch bin ich dort ja schon mit ganz vielen verbandelt, die ich über die Jahre kennengelernt habe. Das kennst du ja sicher auch, ne? Ja. Dass man so, ja, wenn man länger sich irgendwo aufhält, dann auch Freundschaften knüpft. Und das muss man dann auf einer neuen Plattform halt erstmal wieder neu machen. Und das ist dann halt auch anstrengend und deswegen. Aber so leicht aufgeben tue ich nicht. Ich versuche das schon immer mal wieder mit anderen Augen auch zu sehen. Und es ist ja auch eine Chance für uns Kreative. Früher mussten wir, also ich nicht, aber vor vielen Jahren oder vor gar nicht so vielen Jahren mussten wir Galeristinnen und Galeristen haben, um irgendwie Fuß zu fassen, um Kundschaft zu finden, um unsere Kunst, unsere Message unters Volk zu bringen. Und das ist ja so eine wahnsinnig geile Chance einfach gerade. Das muss man einfach so deutlich sagen, die man ergreifen kann. Und trotzdem, mir persönlich fällt es schwer. Also was du alles gerade gesagt hast, da ausprobieren und jenes ausprobieren und probieren und fühlen, was passt zu mir. Also ich habe ganz am Anfang gleich das Problem gehabt, den ersten Post abzusetzen, das habe ich noch ganz anonym gemacht, überhaupt nicht unter meinem Namen. Es widerstrebte mir alles. Ich glaube, es ist einfach gar nicht so meine Persönlichkeit, da vorne zu stehen und selbstbewusst das zu zeigen, was ich gemacht habe. Also ich kokettiere hier nicht rum. Ich will jetzt gerade nicht sagen, ich bin ja so bescheiden, sondern ich halte das wirklich auch für flaw, wie sagt man das auf Englisch, für nicht so schlau. Also wenn du schon Kunst machst, dann solltest du auch stolz daneben stehen und sie zeigen. Und ich musste mich da reinfühlen bei Instagram und über meinen eigenen Schatten springen ohne Ende. Und dann fingen langsam an, diese persönlichen Verbindungen sich aufzutun, die du eben gemeint hast. Und das ist einfach richtig, richtig toll. Nichtsdestotrotz finde ich es immer noch schwer zu posten. Wenn ich unterwegs bin, dann sehe ich was und fotografiere das und denke mir, oh ja, das packe ich mal in die Stories, das möchte ich gerne teilen und mache es dann doch wieder nicht. Und bin dann 2, 3, 4 Wochen überhaupt nicht präsent. Ich
ich kann es auch, irgendwas sperrt sich da vielleicht immer noch unbewusst, sonst würde ich es ja machen. Ich freue mich immer noch über die Verbindung, trotzdem mache ich es nicht. Kennst du sowas? Also ich kann's. Ja, so ähnlich geht es mir ja schon auch mit Facebook zum Beispiel, dass ich da einfach keinen Bock habe, was zu machen, weil das nicht meine Plattform ist. Ja, Facebook finde ich auch sehr schwer. Es wird einfach zu viel und zu voll. Also ich im Hintergrund auch, was es da für Tools und für Zeugs gibt. Also ist mir einfach zu viel. Und ich nutze das für Gruppen, oder habe ich dann in der Vergangenheit häufiger für Gruppen genutzt. Und weil ich halt auch vielleicht alte Bekanntschaften und Freunde da in Verbindung bleiben will. Aber da meldet sich jetzt auch immer mehr ab und sagen, Facebook will ich nicht. Viele meiner Teilnehmenden von den Kursen sagen, nee, Facebook möchte ich nicht und so. Also das ist halt auch was, es ist halt jetzt so voll gepackt und auch voller Menschen. Man kann auch keine organische Reichweite mehr aufbauen. Und das ist so eine Plattform, die, also lasse ich halt mitlaufen, aber ich wäre nicht so richtig warm damit. Hm. Und genau, auch noch das nie gewesen? Oder hat sich das? Genau, das war von Anfang an nicht. So ja, bei mir auch. Und woran es jetzt genau gelegen hat, kann ich gar nicht sagen, aber es ist einfach nicht so meins. Und das, was du jetzt gerade sagst mit Instagram, so geht es mir ja mit TikTok. Ne? Vergesse ich zu posten. Oder das ist vielleicht noch zu anstrengend. Weißt du, es ist noch zu umständlich. Es ist noch nicht so. Bei Instagram ist es bei mir so, ich mache hier in meinem Studio irgendwas und dann denke ich, ach, guck mal, schön, gefällt mir oder wie cool, das möchte ich jetzt gern teilen. Und dann mache ich das auch. Ja, und dann halte ich das aber, also ich habe für mich halt einen Prozess entwickelt, dass das alles auch super schnell geht. Und wenn ich höre, dass jemand sagt, ja, und das dauert ja einen halben Tag, bis ich so ein Reel fertig habe und so, das ist bei mir nicht so. Mhm. Also, dass, wenn das so wäre, würde ich das nicht machen, weil so viel Zeit habe ich nicht. Und da habe ich mir halt was überlegt, dass es zu mir passt, dass ich bin und auch ich sein darf. Und auch wenn andere das anders machen, mache ich es trotzdem so, wie ich das will. Und das funktioniert. Du hast ja eine riesen Followerschaft. Genau. Es ist ja wichtig, dass du das selber bleibst. Und ich denke, es ist gut, dass man jetzt die Wahl hat, dass man sagt, ja, ich kann mir eine Galerie suchen und ich finde es cool, in der Galerie zu sein oder da halt extra noch. Ne? Also man hat halt jetzt heutzutage so eine große Bandbreite an Möglichkeiten und man kann sich das rauspicken, was zu einem passt. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass man da einfach sagen kann, ich möchte das gern. Und wenn du halt vielleicht jemand bist, der sagt, ach, mit Instagram, alle sagen immer Instagram und da muss man. Nee, wenn das nicht deins ist, ne? Also jetzt nicht um jetzt du jetzt, aber für jemanden, der sagt, Instagram geht gar nicht, ja, dann guck doch, was machst du denn gern? Vielleicht schreibst du auch lieber einen Blog oder vielleicht machst du lieber längere Videos, weil ich ist dir das ja alles zu kurz bei Instagram. Vielleicht machst du auch lieber ein Video pro Woche und stellst es bei YouTube hoch und kannst das dann, ne, bei Pinterest teilen oder bei auf anderen Kanälen wie Instagram, dass du sagst, hier, da ist ein Video und das ist eher deins. Das kann ja auch sein, dass, total, ne, dass du sagst, was ich zu sagen habe, braucht mehr Platz und deswegen möchte ich gern lange Videos machen. Also ja, das ist, jede Plattform ist unterschiedlich und was ich halt gemerkt habe, die erste Zeit, weil du halt auch sagtest am Anfang, ne, es ist so ein bisschen hakelig und es fühlt sich seltsam an und so. Also ich habe die erste Zeit, als ich auf Instagram war, nur geguckt und beobachtet und überlegt, was gefällt mir denn? Was gefällt mir, wenn was andere machen? Also gefällt mir denn, wenn sich jemand vor die Kamera stellt und Sachen erzählt und so, und dann denke ich, warte, nee, das ist nicht so meins. Ich zeige lieber das, was ich tue und was ich kreiere. Ja, wobei da schon ein Unterschied ist, gefällt es dir anzuschauen? Es kann ja durchaus Spaß machen, sich sowas anzuschauen, aber gleichzeitig zu wissen, okay, würde ich nie machen. Ja, bei mir ist es halt so, dass ich sage, mir gefällt es nicht. Also ich, das finde ich langweilig, das scrolle ich auch weiter. Und ich will halt den Prozess sehen. Und genauso ist es halt mit dem, was meinetwegen auf YouTube gepostet wird. Wenn da jemand halt nur redet und die ganze Zeit, dann ist mir das ist also dann nicht meins. Und dann denke ich, ich möchte das in meinen Videos auch nicht machen, weil da draußen sind auch noch andere wie ich, die das auch nicht mögen. Und weißt du so? Mhm. Und man muss dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben, denke ich. Ne? Das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern ja, das ist ein Prozess und
Da denke ich, muss man also offen sein für Verschiedenes und dann erstmal herausfinden, was passt zu mir. Ne? Ja, ja, das stimmt. Und sich reinfühlen. Ja. Macht es dir denn Spaß? Denkst du, also gehst du da mit Freude ran? Denkst du dir, oh ja, heute poste ich mal wieder, wie cool? Oder ist genau, es? Genau, das ist ja so ein Unterschied, wo ich halt auch gerade sage, dass das muss man für sich rausfinden. Aber ich meine dich jetzt persönlich. Macht ja, es dir Spaß? Genau, da wollte ich auch hin, dass ich sage, zum Beispiel, wenn ich jetzt mir angucke, Instagram und YouTube. Ne? Auf Instagram, wie habe ich ja gerade schon gesagt, geht das super schnell. Ich mache ein Foto und ich mache ein kleines Filmchen, schreibe zwei Sätze dazu und lade es hoch und bin fertig. Und YouTube, da mache ich ja auch jede Woche ein Video und das dauert viel, viel länger. Und das muss ich dann noch schneiden und da muss ich mir überlegen, was sage ich dazu und ich brauche ein Coverfoto und also da ist so ein ganzes ja, Aufbau drumherum und das dauert viel, viel länger und da schaffe ich nur eines in der Woche und das auch gerade so und das finde ich schon anstrengend, wo ich halt Instagram sage, ja, das mache ich so nebenbei, ne? Aber das war auch nicht immer so. Am Anfang habe ich natürlich geguckt und überlegt, schreibe ich denn dazu, was könnte ich denn schreiben, was können die Leute interessieren, das mache ich jetzt nicht mehr, sondern ich mache einfach, wenn ich hier was habe, was mich anspringt, dann sage ich los, jetzt teilen und dann habe ich da auch was ich dazu sagen kann und alles andere fand ich halt zu angestrengt, ne? Wenn ich jetzt sage, ich muss jeden Tag posten und ich muss jeden Tag das und das machen und so, nee, ich mache mal eine Story, wenn mir danach ist und ich mache mal einen Post, wenn mir danach ist und natürlich, das hast du ja auch schon angesprochen, ne? Natürlich ist der Algorithmus so, dass man sagt, du musst regelmäßig posten, weil das ist mir ja auch schon passiert. Ich habe mal einen Test gemacht letztes Jahr. Da habe ich 4 Wochen nicht gepostet. Einfach um mal zu gucken, was passiert denn bei Instagram, wenn du 4 Wochen lang nicht postest. Ja, was passiert? Du verlierst jede Menge Follower. Und der Algorithmus, der nimmt dich überhaupt nicht mehr wahr. Und es hat danach 3 Monate gedauert, bis ich wieder meine normalen Zuschauerzahlen hatte und meine normalen Aufrufe. Und da musste ich halt dann, danach musste ich dann quasi regelmäßig posten, damit ich da wieder hinkomme. Das war schon, da habe ich gedacht, okay, also besser 2-3 Mal die Woche posten. Man muss das ja nicht jeden Tag machen, aber wenn man das Ziel hat, und das ist ja auch sowas, hast du das Ziel, dass du sagst, ich brauche so und so viel 1000 Follower, das ist mein Ziel, dann muss er natürlich regelmäßig was machen, damit der Algorithmus dich sieht. Und das ist halt das Schwierige zu sagen, was kann ich denn machen, woran ich wirklich Spaß habe und das mehrmals die Woche und auch die Zeit und wie kann ich es für mich leicht machen. So würde ich das vielleicht umreißen. Ja, wobei ich glaube, ich bin da vielleicht so ein kleiner Spezialfall oder so. Es macht mir Spaß, ich mag den Austausch und dann mache ich es trotzdem nicht. Ich vergesse es einfach. Keine Ahnung, woran das liegt, aber ich finde das schon Priorität. Toll. Ja, wie bitte? Dann hat es keine Priorität. Ne? Das ist halt, das ist so wie bei mir zum Beispiel Vero. Das habe ich jetzt mal ausprobiert als Alternative zu Instagram. Als halt diese Unruhen losgingen, da habe ich gedacht, okay, gibt es denn noch was anderes? Lass uns doch bitte ganz kurz, bevor du auf Vero eingehst, die Unruhen ganz kurz mal beschreiben. Es ist gerade auf Instagram sehr, sehr viel Unmut, weil Instagram immer mehr Videos bevorzugt statt Fotos. Viele sagen, immer mehr in Richtung TikTok geht. Die Leute, die dir folgen, die werden nicht unbedingt bevorzugt. Die sehen deine Posts nicht ständig, du deren nicht. Und dadurch war ja sehr viel Unzufriedenheit auf TikTok und viele haben sich dann umgeschaut, genau wie du, und haben dann zum Beispiel Vero entdeckt. Und es stimmt, diese Änderung gibt es, wobei wir beide auch schon gesagt haben, es ändert sich alles, um Himmels Willen. Es wird einfach nie so bleiben, wie es ist. Es ändert sich und es ist dann unsere Aufgabe, zu versuchen, damit klarzukommen. Und ich sehe ja sogar einen Vorteil, deine Followerschaft sieht vielleicht die Posts nicht regelmäßig, außer sie schauen dich ständig an und regelmäßig dann schon. Aber du wirst ja eben auch zur Hälfte auch völlig neuen Konten vorgestellt. Die Algorithmen errechnen, für wen du interessant sein könntest und denen wirst du vorgestellt. Und ich meine, was wünschen wir uns denn mehr, als noch eine größere Reichweite zu haben und gesehen zu werden? Also da sehe ich durchaus auch einen positiven Punkt. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur kurz mal zusammenfassen, warum sagst du diese Unruhe und eben zu Vero?
Ja, genau. Also es ist jetzt also ich muss sagen, für mich persönlich, ich empfinde das immer so, dass ich denke, es ist halt eine Plattform, die wird zur Verfügung gestellt. Ja. Aber es ist nicht meine Plattform. Also ich kann nicht bestimmen, was da läuft. Und es kann sich immer was ändern. Es kann ganz krasse Veränderungen geben und oder eben leichte. Manche betreffen mich total stark und andere wieder nicht. Und bei Instagram ist es halt so, ja, die wollen halt die Macher oder die das halt bestimmen da, wo sie hinwollen. Die wollen halt so viel wie möglich unter einer Plattform vereinigen. Und ob das nun gut ist oder schlecht, also keine Ahnung. Es kann natürlich sein, dass es irgendwann zu viel wird, ne? Als es losging, dass es quasi geguckt haben, oh, Snapchat macht Stories oder macht sowas ähnliches wie Stories, ne? Lass uns da auch mal was machen. Und dann wurden ja die Stories eingeführt. Ja. Und jetzt wird halt geguckt, oh, TikTok ist hier der neue Star und jetzt müssen wir auch irgendwas haben. Und mir gefällt es zum Beispiel überhaupt nicht bei Instagram, dass ich jetzt keine Beiträge mehr mit Videos machen kann, sondern dass meine Beiträge mit Videos Reels sind. Das Format hat sich geändert von Breitformat auf Hochformat. Und das ist für mich überhaupt nicht passend und das finde ich doof. Ja, ich kann es nicht ändern, ich nutze es halt jetzt so. Und ich habe halt gedacht, gut, wenn jetzt so viele über Vero reden, dann gucke ich mir das halt einfach mal an und habe da einen Account aufgemacht. Und dort ist es eben genau so, dass dir nicht ständig Neues vorgeschlagen wird, was es halt dann auch ein bisschen langweilig macht, ne? Weil du dich aktiv auf die Suche begeben musst. Und wenn Ja, du. viele, viele sagen, Vero ist so, wie Instagram am Anfang war. Also du musst dich, genau, du musst dich um alles Ja, selbst manche. kümmern Ja. und musst dir deine Followerschaft suchen, musst selber schauen und genau, es wird dir nichts vorgeschlagen. Ja, es ist halt vielleicht einfacher gehalten und es sind ja auch noch nicht so viele dort. Das kann auch eine Chance sein. Also das muss man einfach für sich selber rausfinden. Ich vergesse es halt hin und wieder da zu posten, weil halt meine Hauptplattform ist halt immer noch Instagram und für mich ist das halt verknüpft. Meine Arbeit ist mit Instagram verknüpft. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, fällt mir das ein und dann denke ich auch, kann ich posten und dann, ich vergesse das schon auch ab und an mal, wenn ich jetzt ein Foto gemacht habe. Mir passiert das zum Beispiel ganz oft, wenn ich laufen gehe und sehe total schöne. Die Sonne scheint schön oder jetzt die Farben im Herbst. Und dann mache ich da ein Foto und denke, ach, wie cool. Das ist eine schöne Story. Dann, ne, so zum guten Morgen, ihr Lieben. Und dann, ja, ins Nachmittag und ich denke, ah, warte. Ja, genau, das meinte ich ja. Ich Ja. hatte doch noch was vorbereitet. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil das ist dann eben so. Und dann gibt es einen neuen Versuch. Also ich mache mich deswegen nicht, ja, kirre. Was mich noch in dem Zusammenhang, jetzt springen wir so ein bisschen, aber das ist ja auch völlig egal, aber mich interessiert, wenn du auf Reisen bist. Das ist nämlich auch so ein Knackpunkt für mich. Wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin und da sieht man natürlich, dann läuft man mit anderen Augen durch die Welt, sieht sehr viel bewusster vieles und dann denke ich, oh ja, hier, das könnte ich in die Story packen und das könnte ich zeigen. Wie gehst du damit um, der Welt zu zeigen, hallo, ich bin gerade nicht da? So dieses Thema Sicherheit und so weiter. Magst du der Welt zeigen, dass du gerade in Südamerika unterwegs bist für 3 Wochen und das Haus steht leer? Also erstmal, unser Haus steht meistens nicht leer, weil der Garten gepflegt werden muss oder im Sommer meistens gegossen werden muss. Also irgendjemand ist immer hier, entweder meine Tochter oder meine Schwiegereltern oder wer auch immer, die sich dann hier kümmern, damit meine Tomatenpflanzen nicht vertrocknen, meine Gurken und all mein Gemüse. In der letzten Zeit waren wir ja nicht so viel unterwegs und ich weiß gar nicht. Also viele machen das ja versetzt, ne? Ich würde es vielleicht so machen, dass ich sage, hin und wieder in einer Story vielleicht. Ich würde das sowieso nicht mit meinem Feed mischen. Ich mache solche Sachen Nee, immer in den in die Stories. Stories, ja, das mache ich auch, ja. Und aber ich mag es halt auch nicht leiden, wenn jemand im Urlaub ist und dann wird man bombardiert mit irgendwelchen Sehenswürdigkeiten und so. Also ich mache dann vielleicht mal ein oder zwei Sachen, also in der ganzen Zeit, ne? Ja, es ist zwar ein Teil von mir, aber es ist jetzt steht nicht im Vordergrund von meinem Kanal. Da steht halt meine Kunst und meine Arbeit. Und deswegen,
Also bei mir vermischt sich das ganz oft. Wenn ich unterwegs bin, dann sehe ich Sachen, die mich an meine Kunst erinnern. Oder gerade wenn ich in neuer Natur unterwegs bin oder neue Details sehe und so. Und ich frage mich das jedes Mal, poste ich das jetzt, poste ich das nicht? Jetzt gar nicht, ja, doch aus Sicherheitsgründen vielleicht im Hinterkopf auch. Bei uns ist es ähnlich, da sind immer mal wieder Leute, aber ja, ich weiß nicht, manches Mal schon und dann mache ich es auch wieder nicht. Also da habe ich keine Regelung, aber ich war einfach neugierig, wie du das handhabst. Dann hast du vorhin, sollen wir mal zu LinkedIn kommen? Gern, das ist ja das, was du gerade neu für dich entdeckt hast. Ja, so ein bisschen. Also ich bin ja bei allem nicht gut, muss ich sagen. Ich mag meine Webseite, die habe ich recht früh gehabt, die pflege ich, das ist mein Zuhause. Aber auch da bin ich nicht super up-to-date. Und LinkedIn habe ich jetzt vor kurzem mal probiert. Und LinkedIn ist, ich bin eingeladen geworden, genau. Irgendjemand hatte mich angeschrieben und ich hatte da mal einen Account gemacht und erstellt und nie wieder reingeschaut. 2 Jahre lang nicht oder so. Wirklich buchstäblich, nie wieder reingeschaut. Ich habe es nur angelegt, um da rumzuschauen. Und das war's dann. Und dann bin ich eingeladen worden von jemandem, zu folgen, zu vernetzen. Vernetzen heißt das, genau. Mhm. Und dann habe ich mal rumgeschaut, wen gibt es da so? Und ich finde es super spannend, dass es ist eine Business-Plattform. Die Business-Welt ist da unterwegs und vernetzt sich. Und die bildenden Künstler oder Musikerinnen oder ja, irgendwie die Kreativen, die sind vielleicht, die Werbebranche ist natürlich groß vertreten, aber ansonsten die Kreativen eher sehr rudimentär. Und das hat mich zuerst überrascht und ich vermute, also das erinnert mich gerade so ein bisschen an TikTok, wenn ich das so sage. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich, dass diese Welt aber langsam da reinsetzt und man findet sich noch. Auf Instagram ist es natürlich voll mit Künstlerinnen und Künstlern und auf LinkedIn, es ist einfach erstaunlich, wen ich alles dort gefunden habe und mich unterhalten habe und Austausch hatte. Ich schreibe ja auch Menschen an hinter den Kulissen für den Podcast zum Beispiel. Und da habe ich einige direkt auf Instagram angeschrieben und ich würde mal sagen, von den bekannteren Leuten 0,01% Reaktion. Wenn ich dann Mails schreibe, vielleicht sind es dann 1-2%, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber mehr als 5% sind es auch nicht, die Antworten. Auf LinkedIn ist es genau andersrum. Die meisten antworten und man hat einen Austausch dazu, eben weil es noch so wenige sind. Auf einmal schreiben mich Galerien an und fragen was. Oder ich finde es einfach phänomenal und ich glaube, das liegt daran, dass man noch so eine kleine Community da bildet, so eine kleine besondere Ecke. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt da ständig poste. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, sind die letzten 3 Ausstellungen gepostet, wobei ich das auch erstaunlich fand. Ich hatte beim ersten Post vielleicht 100, 120 Leute, mit denen ich vernetzt war. Und es haben weit über 1000 gesehen. Also das Zehnfache. Das passiert bei Instagram nicht mehr. Das war früher mal so. Ja, wirklich spannend. Und ich glaube, man sollte das vielleicht ein bisschen ausprobieren. Aber der Ton ist anders. Bei Instagram ist es, glaube ich, sehr viel lockerer und spontaner. Und LinkedIn hat dann doch auch so ein bisschen mehr, wir sind professionell und wir sind businessmäßig unterwegs. Ja, so sehe ich aber das ansonsten, auch. Ich glaube, es ist prima, ja. Genau, ich sehe das auch so, dass Instagram wird mehr so als das Hobby wahrgenommen und LinkedIn ist halt so das Business. Und ich denke, dass viele Kunstschaffenden immer noch so ein bisschen damit strugglen, diesen Part, nämlich das Business in ihrer Arbeit, auch für sich besser zu nutzen, zu strukturieren und also einen eigenen Weg vielleicht auch zu gehen. Ne? Und ich finde, es ist, also in letzter Zeit hat sich das halt auch gewandelt, weil es gab ja immer LinkedIn und ist das andere nochmal? Xing. Ja, genau. Xing ist verschwunden irgendwie. Genau, und Xing ist irgendwie verschwunden. Ne? Ich hatte auf beiden Plattformen oder habe da auch noch Profile und merke so, das eine, da passiert so gar nichts. Und bei den anderen, da gibt es jetzt, bei LinkedIn gibt es ja auch Gruppen. Und da wird so die Funktionalität so langsam so ein bisschen geht in die Richtung. Und ich für meinen Teil, ich muss immer überlegen, okay, ist ein totaler Switch für mich, weil erstens ist es auf Deutsch, was ja gut ist, die deutsche Community zu erreichen. Wobei du kannst es wählen, ne? Also. Ja, aber
Ne? Du machst, ja. Mhm. Genau, für mich ist das halt die deutsche Plattform. Und ich hatte das halt auch, mein Profil hatte ich für die Zeit, als ich noch als Angestellte gearbeitet habe. Und auch die meisten Kontakte sind aus dieser Zeit. Und ich bin noch in dem Modus, ich gucke, was passiert. Also wie könnte ich es für mich nutzen? Was könnte ich denn posten? Was ist denn für die Menschen aus Deutschland, die diese Plattform nutzen, relevant? Oder ne? Ich würde also jetzt nicht dasselbe posten wie auf Instagram. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Deswegen gucke ich noch und überlege, wie kann ich es nutzen, außer eben, dass ich sage, da ist eine Ausstellung oder hier bin ich im offenen Atelier mit vertreten oder ne, so Sachen kann man denn, was kann man denn regelmäßig oder was könnte man denn regelmäßig machen, was die Menschen auf dieser Plattform interessiert und Mehrwert gibt. Und da gucke ich halt noch, was machen andere. Und da sind halt sehr viele Firmen vertreten oder mir wird das halt angezeigt, weil ich mit Firmen verbandelt bin quasi. Und das ist halt immer alles sehr offiziell und sehr, businessbezogen. Ne? Und aber ich habe jetzt auch schon gesehen, letztens postete, ich weiß gar nicht, war das ein Coach oder halt auch so ähnlich wie auf Instagram, dass jemand die Kamera spricht und seine Botschaft quasi sendet. Und dann dachte ich, ach ja, wird auch Verschiedenes jetzt ausprobiert. Und ich denke, es ist ganz spannend. Gerade wo du auch sagst, Botschaft gesendet. Also so empfinde ich LinkedIn auch, dass es ein Ort ist, in dem du ganz klar Positionen beziehen, nicht nur kannst, sondern solltest. Ich nehme das so wahr, dass es honoriert wird, wenn du ganz klar sagst, ich unterstütze das und das oder ich bin gegen das und das oder klimatechnische Probleme kommen da und daher. Das wird honoriert, wenn du klar bist, Position beziehst und auch keine Hemmung hast, das kundzutun. Und da ist, bei Instagram habe ich dann manchmal das Gefühl, da wirft man doch noch mit Wattebäuschen teilweise. Es ist eine ganz andere Luft als bei Twitter, wo Hass und Hetze eigentlich sehr stark vertreten sind. Ich bin dort auch überhaupt gar nicht mehr. Instagram ist sehr wertschätzend und LinkedIn ist irgendwie, ja, wenn du Rückgrat zeigst, ich glaube dann, ich unterbreche mich gerade selber, es zieht auch da so ein bisschen Hass und Hetze so ein bisschen ein, wahrscheinlich auch durch diese Grundstimmung. Ja, also es ist ja allgemein im Netz, denke ich. Ne? Dass, Instagram ist da noch recht gut verschont, finde ich. Ja, aber nur in unserem Bereich, denke ich, was die Kunst angeht. Ja, das kann sein, ja. Guck mal die ganzen Influencer an, die da sagen, ja, boah, da kommt Shitstorm und dies und jenes. Und ich denke, die Menschen, die sich für das interessieren, was wir posten oder unsere Follower, sind halt einfach welche, die das nicht machen. Und das bin ich auch sehr froh, muss ich sagen. Also ich möchte kein Influencer sein oder Influencerin, die weil sie irgendwas sagt, also da wird ja dann alles kommentiert und alles, ne? Ob sie nur Werbung machen, das ist schlecht und wenn sie es nicht machen, ist auch schlecht und wenn sie sich so zeigen, ist schlecht und wenn sie sich so zeigen, ist auch schlecht. Und da brauchst du eine dicke Haut. Wie viel genau. Dicke Haut brauchst du denn schon bei über 50.000 Followern? Wie viel kriegst du ab bei gar sowas? Gar nicht. Also ich habe sowas nicht. Und das ist ja das, was ich gerade sagte. Ich habe hin und wieder habe ich mal einen Kommentar wie, das soll Kunst sein. Dann denke ich so, hat jemand gesagt, das ist Kunst? Also ich habe hier einfach nur gezeigt, was ich heute in meinem Studio gemacht habe. Mehr war es nicht. Und auf YouTube ist das auch schon mal, dass da irgendjemand stänkern muss, aber eben immer nur, wenn ich das vergleiche mit anderen, die wirklich Shitstorms abkriegen wegen irgendwas auch immer, ist das wirklich wenig. Ne? Und natürlich ist das so, dass das, was ich mache, nicht allen gefällt. Das ist mir auch klar. Aber ich finde, in dem Bereich der Kunstschaffenden ist es noch so, dass die also nett sind. Und vieles ist höflich. Und ich kriege sehr, sehr viele Anfragen zum Material oder dass mir jemand sagt, cool, dass ich dich gefunden habe. Oder ich versuche halt alles zu beantworten und auch
höflich und freundlich und so gut ich kann. Manchmal ist es sehr viel an Anfragen und dann bin ich sehr kurz angebunden, aber andermal ist es halt wieder anders. Und weil ich immer denke, wenn ich jemanden schreibe, dann freue ich mich auch, wenn der antwortet, ja, auch wenn ich den vielleicht noch nicht kenne. Und durch diese Sachen sind ja diese Verbindungen entstanden, ne? Genau, genau. Dass man sagt, die Freundschaften und über, also Ländergrenzen hinweg in verschiedenen Ländern, und das finde ich schon echt schön, und das möchte ich halt auch gern, also würde ich so gern so lange wie möglich behalten, ne? Und ich wäre schade, wenn es Instagram nicht mehr geben würde, weil dann wüsste ich nicht, wenn das jetzt von heute auf morgen weg wäre, wüsste ich jetzt nicht genau, wo da der Ersatz wäre, ne? Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich handhabe das genauso wie du. Jeder Kommentar, jeder Mail, jedes Anschreiben wird beantwortet. Aber ich stelle mir vor, ich habe ja einen Bruchteil an Followern von dir, dass ich glaube, das macht wirklich noch einen Unterschied. Aber wo würden wir hinkommen, wenn es Instagram nicht mehr gäbe? Und da sind wir ganz schnell bei der Webseite und dem Thema Newsletter. Und da hattest du mal beim Gespräch hinter den Kulissen gesagt, vielleicht sollten wir mal eine Extrasendung allein über, ja, Webseite und Newsletter zusammen machen. Und das finde ich eine super gute Idee, weil das ist ja wirklich ein Riesenbereich. Genau, in den Kommentaren dazu schreiben, ob euch das interessieren würde, wie wir das handhaben mit unseren Newslettern und in welche Frequenz und welche Themen und wie wir das alles verbinden miteinander. Wenn euch das interessiert, dann gern schreibt uns einen Kommentar dazu, dann würden wir da nochmal drauf zurückkommen. Genau. Ja, total gerne. Wir haben ja auch diesmal ein kleines Novum, oder was heißt ein kleines? Ich finde ein großes Novum. Dieser Podcast wird bei Lydia auf den YouTube-Kanal gestellt. Ich habe heute richtig Haare schön und so weiter. Ein Videopodcast, genau, etwas Neues ausprobieren. Und das ist ja gerade so ein Trend, den ich wahrnehme auch, dass viele ihren Podcast halt auch als Videopodcast auf YouTube teilen. Und dann ist das natürlich eine gute Gelegenheit zu sagen, komm, lass uns das auch mal machen. Ja, das einmal. Haben die Haare schön, genau. Ja, und guck, das ist zum Beispiel auch etwas. Ich habe ein Bild in den Hintergrund gehängt, ein Bild, das ich selbst gemacht habe. Und das sind so die Sachen, an die ich jahrelang nicht gedacht habe. Jetzt einfach nur durch diese Anregung, ach, wir stellen das mal bei dir auf den Lydia Rink YouTube-Kanal. Da bin ich auf die Idee gekommen, plötzlich, Mensch, da könnte man ja mal wieder was zeigen. Und das zeigt mal wieder, dass ich, glaube ich, diesen Aspekt noch nicht richtig verinnerlicht habe. Das gehört genauso dazu wie dieser Aspekt, dass ich eben so unregelmäßig auf Instagram poste, wenn überhaupt, obwohl es mir Spaß macht und so weiter und so fort. Also da gibt es noch eine Menge zu lernen, glaube ich. Und das apropos Business-Denken oder so. Genau. Aber Step by Step. Also das Gute ist, es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und das Gute ist, man muss das nicht alles auf einmal machen. Und langsames Wachstum ist auch was Gutes, ne? Also wenn, das geht mir oft so, wenn ich dann höre, oh, das geht alles so langsam. Und das, also ich denke immer, es ist besser Step by Step, weil dann kann man auch reinwachsen. Und wenn gleich alles so bum bam wäre, es war ja bei mir auch nicht. Also ich habe genau wie jeder andere auf Instagram mit meinen Posts angefangen und ich hatte jetzt nicht die große Strategie, sondern ich habe einfach nur geteilt, was, also worüber ich mich gefreut habe und was so der Inhalt meiner Arbeit war. Und dass das jetzt so gut angekommen ist, das war ein Glücksfall, das hätte ich ja so nicht planen können. Und da bin ich nicht so ganz sicher, weil ich glaube, dass du doch auch analysierst hinter den Kulissen. Wenn du was gepostet hast, du wirst die Analyse betrieben haben, dass zum Beispiel, wenn man das regelmäßig macht und schaut, was kommt gut an, wovon muss ich mehr oder weniger, das ist dann nicht nur so ein Zufallsding, sondern das hast du dir schon selbst gebaut. Das war ja nicht am Anfang. Am Anfang habe ich echt nur gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Und als ich gemerkt habe, dass die Menschen auf verschiedene Dinge unterschiedlich reagieren, die ich gepostet habe, habe ich gedacht, ach. Und dann habe ich halt immer mal so Versuchsreihen gestartet, ne, dass ich gesagt habe, was ist denn, wenn ich das mal jetzt eine Zeit lang teile? Oder was ist denn, wenn ich das mal eine Zeit lang teile? Oder gefällt das auch? Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und
das war, also viele planen das ja ganz akribisch und ganz genau und die machen sich da wirklich viel Arbeit. Das ist bei mir immer noch nicht so, weil ich denke, ich möchte mir auch den Spaß erhalten und ich versuche, das zu machen, was irgendwie, ich will jetzt nicht sagen automatisch geht, aber was einfach so halt intuitiv entsteht und das, ja, über die Jahre und ich muss sagen, ich bin ja schon seit 2018 mache ich das aktiv auf Instagram, also es sind ja schon ein paar Jahre und am Anfang war das auch so, da dümpelt man so mit 300, 400 Followern rum und aber und freut es war sich halt, drüber. Genau, und du freust dich über jeden Einzelnen, das mache ich ja immer noch, aber jetzt sehe ich gar nicht mehr jeden Einzelnen. Ne? Aber es hat sich halt auch verändert und innerhalb der 4 Jahre sind ja auch unheimlich viele neue Accounts dazugekommen, sodass es jetzt auch immer schwieriger wird, organisches Wachstum aufzubauen. Das ist ja, je mehr Leute und Accounts da sind, desto schwieriger wird das. Und das ist nicht nur bei Instagram so, das ist bei Facebook so, das war bei Etsy ist das auch so, dass man, ne, dass das einfach zu viel ist, das um gesehen zu werden. Und dann wird es halt schwieriger und es geht langsamer. Ne? Ja, ja. Und deswegen muss man halt auch gucken, ich würde immer mit auf den Weg gehen, wenn man jetzt sagt, ich möchte bei Instagram gesehen werden, um nochmal auf unser Thema Sichtbarkeit zu kommen, weil das ein Kanal ist, der mir gefällt. Würde ich immer sagen, mach das, was dir gefällt, was zu dir passt. Und versuche so authentisch wie möglich das zu machen und nicht immer den Blick auf die Zahlen, sondern dass du halt wachsen kannst. Und dann beobachte das so Schritt für Schritt, was kommt gut an und warum ist das was dir gefällt oder nicht. Weil es nützt nichts, sich zu verbiegen und zu sagen, ich muss das jetzt machen, weil das ist mal gut angekommen. Erstens merken das die Follower und zweitens ist es super anstrengend. Und das will ja auch keiner. Ja? Das ist vielleicht auch, ja, Entschuldigung. Ja. Das ist vielleicht auch der Grund, warum bei mir, du hattest gesagt, du hast auch mal 3-4 Wochen nicht gepostet und dann sind die Follower weggegangen, weil sie bei dir gewöhnt sind, dass du so regelmäßig dich zeigst. Plötzlich ist dann nichts, dann laufen sie weg. Und ich glaube, ich mache es sehr authentisch. Es ist dann manches Mal jeden Tag und manches Mal einmal im Monat. Und ich habe sehr, sehr wenig Schwund. Aber vielleicht, weil man es einfach kennt. Also spricht auch dafür, einfach das so zu machen, wie man Lust hat. Und das ist ja natürlich auch, das ist wie bei allem, je mehr Follow du hast, desto weniger Engagement hast du ja auch. Ne? Also die Gruppe wird immer größer, aber die, ich sage jetzt mal Superfans, die halt schon immer dabei sind, die steigen ja nicht im selben Der Maße. Kern bleibt, ja, genauso wie es ja ist bei Newslettern, wo man sagt, je größer die Liste ist, also wenn du, ich sag mal, 100.000 Leute auf deiner Newsletterliste hast, hast du eine ganz geringe Öffnungsrate. Mhm. Im Gegensatz zu, wie ich jetzt mit meinen 5.000, habe ich halt noch eine sehr gute Öffnungsrate von 50-60%. Aber mit der Größe, also wird es kleiner und das ist ganz normal. Also, wobei 5.000 auch schon gigantisch ist. Also das ist für mich auch schon riesig. Auch über viele Jahre auch gewachsen. Mhm. Ne? Und aber da ist auch ein Kommen und Gehen. Ne? Es gibt ein paar, die schon von Anfang an dabei sind, aber es ist ein Kommen und Gehen. Und das ist ja auch ganz in Ordnung. Ich folge auch nicht mehr allen, denen ich vor 4 Jahren gefolgt bin oder nicht mehr alle Newsletter gucke ich mir an. Das wechselt ja auch, je nachdem, was mich gerade interessiert. Von daher ist das ja ganz, also es ist ganz normal, dass alles in Bewegung ist und das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm. Ja. Vielleicht, wenn wir gerade, ich glaube, wir sind so auf der Zielgeraden auch so ein bisschen und wo wir gerade über Newsletter sprechen, wir haben beide einen Newsletter, den man natürlich auch abonnieren kann. Lydia, deine Webseite heißt? www.lydiarink.de In eins durch, ja. Genau, in einem durch, alles zusammen und dort findet ihr auch alle Verbindungen zu Social Media, also zu Instagram, zu Facebook, zu Pinterest, zu YouTube und überall, wo ich vertreten bin, das gute Ausgangspunkt, meine Webseite. Genau, und meine Webseite ist Stephanie mit ph-hüllmann.com und dort findet man auch meinen Newsletter. Die Webseite ist gerade in Überarbeitung, das kann sein, dass sie mal vielleicht einen Tag nicht zur Verfügung steht. Aber eigentlich ist sie immer
ist sie immer da und ganz unten auf der Startseite findet man den Newsletter. Und dann gibt es natürlich noch die Webseite atelier-talk.com vom Podcast und da findet ihr jede Folge, genauso wie auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Und ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr ihn abonniert auf Spotify und vielleicht auch mal ganz schnell in einer Sekunde 5 Sterne dalasst. Apple Podcasts abonnieren und eine Bewertung schreiben, unterstützt den Podcast ganz, ganz enorm. Ich freue mich über jede Nachricht, die da steht, über jede Bemerkung. Und natürlich freue ich mich auch über Mails und Wünsche. Und auch auf Instagram kann man uns abonnieren und vielleicht auch mal den einen oder anderen Post selber in der Story teilen. Das hilft und unterstützt ganz enorm. Und wenn ihr mehr über Lydia noch erfahren wollt, dann holt euch die Episode 53 vor. Da erzählt sie eine ganze Menge. Es ist eine super schöne Episode, die heißt Die Leichtigkeit der Kunst. Ich mag sie unheimlich gerne und es ist ein reger Austausch im Hintergrund geblieben und deswegen ist Lydia heute wieder da. Und ich bin sicher nicht das letzte Mal. Und auf der Seite vom Atelier Talk findet ihr auch immer noch Zusatzinfos und Bilder, wer das noch nicht sich angeguckt hat. Also zu jeder Episode gibt es Bilder und Infos, die sonst vielleicht nicht so geteilt wurden. Da könnt ihr noch was entdecken. Danke für den Hinweis, liebe Lydia. Das hätte ich vergessen. Genau, die ganzen Fotos und so weiter und so fort. Ja, das war sehr spannend. Ich bin ein bisschen neu motiviert, Instagram wieder mal anzupacken. Und ich werde mal ausprobieren, was so passiert. Genau, einfach mal ein bisschen was ausprobieren und Spaß dabei haben, das ist ganz wichtig. Und wenn Instagram nicht das Richtige ist, dann gibt es vielleicht ein anderes Tool, was passender ist und sich einfach mal damit ein bisschen auseinandersetzen und ein bisschen verbessern, tut sich das auf alle Fälle. Und vielleicht kommt nochmal irgendwann auch mehr Info zu den ganzen Möglichkeiten, wie man die Sachen, die ganzen Plattformen untereinander verbindet. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das natürlich auch nochmal im Kommentar, uns einen Kommentar dalassen und dann sprechen wir darüber, wenn euch das interessiert. Super gerne und schaut euch das Video an auf YouTube und Daumen hoch, freut uns auch und ich bedanke mich, Lydia, hat viel Spaß gemacht mit dir und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald. Bis bald. Tschüss.